Auf den ersten Blick ist es nicht ersichtlich. Aber dieser Laufsteg ist kein üblicher Catwalk in Mailand, London oder Paris, sondern ein Supermarkt in der westdeutschen Stadt Düsseldorf. Obst und Süßkram wurden dafür extra beiseite geräumt. Der Discounter Aldi Süd hat am Dienstag 50 Kunden zur Modenschau eingeladen und den roten Teppich für sie ausgerollt. Das Publikum ist gekommen, um die neue Kollektion der deutschen Designerin Jette Job zu sehen. Sie heißt Blue Motion, eine Kooperation mit der Kette Aldi Süd. 27 Teile können künftig in den mehr als 1800 Filialen des Discounters gekauft werden. Oberteile, Schuhe, Accessoires, kein Teil wird mehr als 20 Euro kosten. Jette Job hat, was Mode angeht, eine ganz eigene Philosophie. Ich bin, wenn Sie so wollen, so eine Art High-Class-Design-Dienstleister. Ich bin nicht so ein hysterischer Designer, der irgendwie mit rosa Tüchern um sich wirft und sagt, ob das jetzt jemand steht oder es jemand kauft, ist mir egal. Ich bin präzise das Gegenteil davon. Jette Job, Tochter des deutschen Designers Wolfgang Job, tritt nur unter ihrer Eigenmarke Jette auf. 1997 hat sie die Firma gegründet. 10 Jahre später verdiente sie ihre erste Million damit. Sie verkauft Parfum, Schmuck, Uhren und Wandfarben. 2011 wird ihr Berliner Store vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet. Eine Kooperation mit dem deutschen Discounter? Für Jette Job kein Grund, die Nase zu rümpfen. Meine Lieblingszahl, was Aldi angeht, ist, dass 87% der deutschen Bevölkerung hier einkaufen. Das bedeutet, fast jeder, der irgendwie laufen kann oder irgendwie aus dem Haus geht, hat schon mal hier was eingekauft. Eine ganz andere Marke, aber einen ähnlichen Geschäftssinn hat Harald Glöckler. Der schrille deutsche Designer setzt auf in High-Fashion-Kreisen verpönte Verkaufskanäle. 11 Jahre hat er beim Teleshopping-Kanal QVC seine Produkte verkauft. Ab sofort gibt es seine Kollektion pompös beim Verkaufssender Channel 21. Sein Motto: Jede Frau ist eine Prinzessin. Ich habe Damen aus allen Altersschichten, Gesellschaftsschichten. Und ja, nicht nur Damen, auch Männer, die meine Produkte kaufen. Ja, das ist wunderschön. Seine Produkte sollen erschwinglich sein, kosten zwischen 40 bis 200 Euro. Es gibt nicht nur Design für Menschen, sondern auch für deren Haustiere. Der gelernte Einzelhandelskaufmann gibt keine genaueren Angaben zu seinem Vermögen. Nur so viel verrät er. Wer ihn buchen will, muss pro Tag 25.000 Euro zahlen. Er weiß genau, dass seine Selbstinszenierung provoziert. Das ist sehr wichtig, dass eine Marke polarisiert, denn so funktioniert sie. Und wissen Sie, schlecht für eine Marke ist, wenn sie so langweilig ist, dass nicht über sie gesprochen wird. Mode, die auf Fashion-Shows wie in Berlin gezeigt wird, verspricht Erfolg. Der deutsche Designer Guido Maria Kretschmer spielt seit 2005 in dieser Liga. Aber auch er macht bei dem Geschäft Mode für jeden mit. Seit gut 4 Jahren tritt er im Privatfernsehen als Moderator auf. In der Sendung Shopping Queen bewertet er Outfits von Frauen. 2013 hat Guido Maria Kretschmer eine limitierte Modekollektion bei eBay verkauft. Kunden konnten abstimmen, welche der Entwürfe am Ende produziert werden. Das ist mir wichtig. Ich will, dass wir mal für alle die Chance haben, was von mir zu kaufen, in oberster Qualität für einen super Preis. So denkt auch Jette Job. Deshalb setzt sie auf die Kooperation mit Aldi Süd. Sie geht davon aus, dass sich Mode in Zukunft verstärkt über solche Wege verkaufen lässt. Wir haben einen anderen Kunden vor uns, der auch immer schwerer zu erreichen sein wird, was auch viele Trendforscher und Marketingleute schwer beschäftigt. Wie kriege ich den jungen Kunden, der meinetwegen hierher geht und sich ein Katjes kauft, wie kriege ich den dazu, dass er jetzt auch noch eine Hose kauft? Ab dem 11. April wird es die limitierte Linie in Filialen des Discounters in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Dort liegen dann zwischen Schokolade und Plastikflaschen Halstücher und Hosen von Jette.